Trainer, inwieweit hat die Mannschaft beim Heimsieg gegen Zwickau die Reaktion gezeigt, die du dir nach zwei Pleiten in Folge von ihr auch gewünscht hast? Ja, natürlich. Und die war auch nötig, ja, weil wir natürlich nach zwei Niederlagen versuchen müssen, sofort wieder in die Spur zu kommen. Ja, eigentlich wollen wir das doch nach der ersten Niederlage schon, das ist uns nicht gelungen. Jetzt haben wir die Reaktion gezeigt. Jetzt gilt es eben auch darum, wieder weiter in der Spur drin zu bleiben. Aber der Sieg war wichtig. Inwieweit war der Sieg auch in keinster Weise, ich sag mal, eine Selbstverständlichkeit vor dem Hintergrund, Gegner unterschätzen und sowas, da vor dem Hintergrund, dass Zwickau ja auch noch gar kein Auswärtsspiel verloren hatte bis zu diesem Zeitpunkt? Ja, und ich glaube auch, dass Zwickau immer ein unangenehmer Gegner ist, ja, weil sie einfach auch immer eine sehr, sehr gute Zweikampfführung verfügen, weil sie über robuste Spieler verfügen, weil sie sehr, sehr eklig zu verteidigen sind. Ja, und deswegen mussten wir uns da auch wehren und das haben wir auch gut gemacht. Wir haben die Intensität angenommen, wir haben die Zweikämpfe angenommen. Ja, auch die für uns entschieden im Großen und Ganzen. Auch läuferisch waren wir am absoluten Top-Niveau und deswegen waren wir dann am Ende auch verdienter Sieger, ja, was dann eben auch noch aus schönen Toren entstanden ist. Wie gestaltet sich derzeit die Personalsituation? Gibt es die Hoffnung auf den einen oder anderen Rückkehrer oder fällt noch jemand anders aus? Ja, Stefan Aigner hat jetzt komplett mittrainiert die ganze Woche, ist komplett im Mannschaftstraining drin. Jetzt müssen wir gucken, wie er es alles verkraftet hat, aber da hoffen wir schon, dass er uns am Samstag auch zur Verfügung stehen kann. Ja, ansonsten sind die Langzeitverletzten weg und alle anderen sind aber an Bord. Also ist nichts dazugekommen. Von daher sind wir da ganz zufrieden und hoffen, dass Stefan zurückkehrt. Wäre er dann schon eine Alternative für die Startelf oder wenn erstmal nur für den Kader? Oder kann man das jetzt noch nicht abschätzen? Ja, ich glaube, dass natürlich schon eine Frage ist, wie lange hält er durch? Also ich glaube nicht, dass er ein Thema ist für 90 Minuten, ja, sondern es ist eher ein Thema entweder die letzte halbe Stunde, vielleicht auch zweite Halbzeit oder eben dann über 60 Minuten, solange es geht. Ja, also diese Variante gibt es, aber ich glaube 90 Minuten ist jetzt nach der längeren Pause, die er hatte. Er hat zwar körperlich trotzdem nicht viel verloren, weil er läuferisch vieles machen konnte, aber das Fußballspezifische fehlt ihm eben noch und da müssen wir jetzt gucken, dass wir das aufholen und mal schauen, was möglich ist am Samstag. Am Samstag geht es zum Aufsteiger und Tabellenführer Saarbrücken. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft gewonnen und inwieweit überrascht die derzeitige Tabellenposition dich? Ja, dadurch, wie sie gespielt haben, überrascht es nicht. Ja, natürlich, als Aufsteiger geht man nicht davon aus, dass der Aufsteiger dann auch so direkt durchmarschiert. Aber sie haben einfach auch sich die Erfolge verdient, ja, durch harte Arbeit, auch immer wieder ein bisschen das Matchglück erzwungen, ja, weil sie einfach auch den Glauben an den Sieg dran gehabt haben und dann kurz vor Schluss drei Spiele waren es, die sie noch kurz vor Schluss gewonnen haben. Das zeigt einfach auch, dass sie eine gute Mentalität haben, einen guten Teamspirit haben, ja, auch von der Bank gut nachlegen können. Und da muss man schon darauf vorbereiten, dass es ein harter Brocken ist. Aber wir wollen natürlich versuchen, diese Serie, die der Gegner jetzt auch an den Tag gelegt hat, am Samstag zu stoppen. Worauf kommt es dann an? Du hast die Last-Minute-Siege schon angesprochen. Worauf kommt es dann an in der Einstellung der eigenen Mannschaft? Worauf muss man dann konkret achten? Ja, wir müssen alles abrufen. Wir müssen wissen, was auf uns zukommt. Ja, wir wissen, dass es eine dynamische Mannschaft ist, eine schnelle Mannschaft, die auch sehr, sehr viel Tiefgang drin hat, die Geschwindigkeit drin hat, die auch viel Aggressivität drin hat, die ein aggressives Pressing spielt. Ja, da müssen wir uns einfach darauf vorbereiten und müssen gucken, dass wir dafür Lösungen finden. Und bis jetzt haben sie es sehr, sehr gut gemacht. Deswegen haben sie die Mehrzahl an Spielen auch gewonnen und wir sind darauf vorbereitet und wollen sie stoppen. Mit was für einem Gefühl fährt die Mannschaft jetzt nach diesem, sagen wir mal, leichten Aufschwung nach dem Zwickau-Sieg aus deiner Sicht nach Saarbrücken und vor dem Hintergrund, dass auch schon die nächste englische Woche vor der Tür steht? Ja, wir fahren immer mit einem guten Gefühl, egal wo wir hinfahren. Wir sind auch nach Ingolstadt mit einem guten Gefühl gefahren, aber dann ist der Spielverlauf eben anders gewesen. Und wichtig ist, dass wir immer optimistisch ist, dass man immer mit viel Mut auftritt, dass man auch vorne weggeht und nicht versucht, irgendwelche Passivität reinzukriegen, sondern wir müssen aktiv Fußball spielen. Wir wollen unser Spiel auf den Platz bringen, wollen den Gegner richtig schön bearbeiten. Und dann hoffen wir natürlich auch, dass wir dementsprechend die Punkte mitnehmen, aber die muss man sich auch verdienen durch viel Laufarbeit und eben auch die Kampfstärke wieder an den Tag legen wie letzte Woche. Die Statistik weist Saarbrücken nicht nur als Tabellenführer, sondern auch als eine der stärksten Sturm- und auch Defensivreihen aus. Inwieweit sind diese Themen in der Vorbereitung dann auch nochmal, werden die auch nochmal angesprochen gegenüber der Mannschaft? Ja, wenn man oben steht, ist es meistens so, dass man vorne wahrscheinlich viel getroffen hat und hinten vermutlich auch wenig bekommen hat. Und deswegen ist da die Logik eigentlich dann auch drin. Und es zeigt einfach, dass sie eine ausgeglichene Stärke haben, dass sie eine gute Balance haben zwischen Offensiv- und Defensivspiel. Ja, und wir müssen eben schauen, wo wir die Lücken finden und wie wir ihre Offensive stoppen. Aber natürlich ist das auch ein Thema, wie es bei jedem anderen Gegner auch ist. Dankeschön. Bitteschön.